Willkommen zurück zu Siberian Strike. Wir sind hier kurz vor einem Wrack eines Schiffes, wo wohl das Labor dieser russischen Wissenschaftler da ist, die in dieser Biowaffe rumforschen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir sie hier finden. In der letzten Folge haben wir das Feld hier sauber aufgeräumt. Hier bewegt sich nichts mehr, was sich nicht bewegen soll. Hier brennt es mal wieder. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem Medikit. Das würde mir nämlich in der aktuellen Situation sehr helfen. Wir haben keins mehr und sind in der letzten Folge zwar ungesehen durchgekommen im letzten Versuch, aber trotzdem. Oh. Das ist nicht gut. Was auch nicht gut ist, dass die Framerate jetzt spackt. Jetzt aber schnell. Na, das wäre eine Idee. Ach, ich oder wie? Oh Gott. Oh Gott, eine Fluchtszene. Das hatten wir auch noch nie in dem Spiel. Fickt euch. Jetzt sollte die Framerate halt keine Zicken machen. Geh da raus, Mensch. Ach, wir haben eine Virusprobe mitgenommen. Verstehe. Haben aber nur noch 20. Ja, ich kann nicht mehr als rennen, Junge. Und du jammerst gleich wieder wegen deiner Ausdauer. Ich kenne dich doch. Scheiße, ich hätte... Oh, ich hätte nach da oben sollen. Scheiße. Okay, das war's. Müssen wir gleich nochmal machen. Mann, sowas bin ich in diesem Spiel gar nicht gewohnt. Bumm. Dann sehen wir das böse Ende auch mal, sozusagen. Die wollen wohl ihre Spuren verwischen. Mission gescheitert. Jawohl. So, nochmal. Go, go, go! Jetzt hallo? Kollege, würdest du mal sprinten, bitte? Er beschwert sich, dass ich zu langsam laufe, aber selber verreckt er hier fast. Nimm, 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 nimm. Mach die Tür auf. Alter, jetzt tritt halt die Tür auf, um Himmels Willen. So, nochmal. Achtung, Container zur Seite. Da hoch, darüber. So, jetzt hier oben bleiben. Darüber, darüber. Wo lang darüber? Oh, zwei. Ach, wir haben es geschafft. Ach, danke für diesen Tipp, Dias. Da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Ich wollte mich jetzt hier eigentlich in Ruhe brutzeln lassen. Jetzt hat er das Ding fallen lassen, oder? Nee, Gott sei Dank. Aua. Ist das gut? Ist das Dias? Dich. Ja, es ist. Ah, da ist es Dias. Dieses Mal dachte ich, es ist aus. Noch nicht, Partner. Wir haben noch viel zu tun. Ja, wie die Jungs im Labor. Perfekt. Das nenne ich eine erfolgreiche Mission, Sandman. Cool. Mike. Der diesen Bio-Wirkstoff hat, ist ab jetzt ganz offiziell am Arsch. Ja, was soll ich sagen? Das Ende ist genauso schlecht wie das vom Hauptspiel. Das scheint nicht so ihre ganz große Stärke zu sein. Ich finde einfach, also ganz ehrlich, das ist eine komische Fluchtsequenz, die mal da eine halbe Minute lang geht und dann war's das. Also, naja. Das ist schon, finde ich, ein bisschen arg künstlich, dann am Ende noch sie wollten es besonders spannend am Ende machen, aber halt nur mit begrenzten Mitteln und ja. Da kommt dann sowas bei raus. Ja, das war Siberian Strike, ein DLC zu Sniper Ghost Warrior 2. Wie schon erwähnt, die zwei anderen DLCs, die es gibt, die erweitern lediglich den Multiplayer. Die fügen da ein paar Karten und Waffen hinzu. Das heißt, da kann ich kein LP von machen. Und jetzt stellt sich die Frage. Das hier ist jetzt die letzte von 6 Folgen, die ich aktuell auf Lager habe. Sprich, das hält 2 Wochen. Nicht mal ganz.
Das bedeutet wiederum, dass wir noch ein weiteres, kürzeres LP brauchen vor der Abi-Zeit. Und da hatte ich ja in der letzten Folge bereits den DLC zu Dark angekündigt. Allerdings wäre es mir recht, wenn ihr mir ein bisschen sagen könntet, was ihr davon haltet. Weil wenn ihr alle sagt, oh Gott, Dark, nicht schon wieder, wir haben alle keinen Bock drauf, dann lasse ich das, dann suche ich was anderes. Nennt mir bitte Spiele, die wir als Haupt-LP machen können, die aber kürzer sind. Also keine Vollpreistitel, die jetzt 20, 30 Folgen lang gehen, weil das wird uns nicht mehr reichen vor der Abiturzeit. Und da habe ich ja bereits was ich da mache. Oder wir machen kein kürzeres, sondern pausieren dann das LP. Sprich, ich weiß, das wird schon wieder wahnsinnig kompliziert, aber ihr versteht das, glaubt mir. Wir machen es so, dass wir jetzt ein ganz normales weiteres Haupt-LP anfangen und dann, sobald es halt wirklich in die heiße Phase beim Abi geht bei mir und ich wirklich keine Zeit mehr haben werde, was aufzunehmen, da lade ich dann einfach die bereits voraufgenommenen Folgen hoch von dem neuen LP, von dem ich noch nicht sage, was es ist, und wir setzen dann das, was wir dann jetzt anfangen, einfach nach der Abi-Zeit fort. Das müsst ihr entscheiden. Und wenn ihr es denn so wollt, dann müsst ihr mir sagen, was wir denn als nächstes, was wir dann als neues Haupt-LP spielen sollen. Es gibt eine große Auswahl, wir können nochmal einen Shooter spielen. Das hier war jetzt kein typischer Shooter, das war jetzt mehr so ein Scharfschützen-Simulator. Also einen richtigen Shooter wie Tom Clancy damals, also Rainbow Six. Oder wir können auch wieder mehr was spielen wie, was weiß ich, was hatten wir sonst noch so als Haupt-LP? Noch nicht so viel. Dark hatten wir, gut, so ein ähnliches Spiel werdet ihr nicht finden und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so großen Bock drauf. Obwohl ich natürlich trotzdem den DLC jetzt spielen würde, wenn ihr den denn gerne sehen würdet. Ja, sucht euch was aus. Schreibt es unten in die Comments. Sagt, was euch am liebsten ist. Nochmal kurz zur Abi-Zeit. Ich weiß, es erwähne ich dauernd, aber ich sag's auch nochmal, vielleicht für Leute, die jetzt das in diesem Video zum ersten Mal hören. Ich schreibe ja jetzt in gut 2 Monaten mein Abitur und während dieser Zeit, während ich da wirklich büffeln muss, werde ich keine Let's Plays mehr aufnehmen, aber ich habe bereits in den Sommerferien begonnen, 4 LPs voraufzunehmen. Ne, halt sind bloß 3, stimmt. Das hier wäre das 4., aber das haben wir jetzt schon gebraucht. 4 LPs voraufzunehmen. Ein Haupt-LP, ein Neben-LP und auch ein Horror-LP. Die 3 werde ich hoffentlich alle komplett durchhaben, bis das Abitur technisch losgeht. Die werde ich dann einfach während dieser Zeit hochladen und hoffe, dass die Anzahl der Folgen reicht, um das Abitur zu überbrücken. Wenn das nicht so ist, wird es halt eine Weile leider keine Videos geben, aber danach bin ich dann natürlich wieder voll für euch da. Gut, das war dieses. Also, was ihr mir kurz knackig zusammengefasst, was ihr mir in die Comments schreiben sollt, ist A, wie toll ich bin, B, dass ihr mich abonniert habt und allen Freunden erzählt habt, wie toll ich bin. Spaß. Nee, ihr sollt mir eigentlich nur reinschreiben, was sollen die als nächstes Haupt-LP machen? Sollen wir ein kürzeres machen, das dann genau bis zur Abi-Zeit reicht etwa? Oder sollen wir B, ein längeres machen, das wir dann halt während der Abi-Zeit unterbrechen müssen? Und vor allem, was soll das sein? Schreibt mir irgendwelche Titel rein, die euch gefallen. Was mir spontan so einfallen würde, wäre, ich würde gern mal ein Adventure spielen. Also ein idealerweise so ein Point-and-Click-Adventure wie, weiß ich, Chaos of Deponia oder sowas ähnliches. Das würde ich gerne mal spielen. Das können wir aber auch lassen, wie ihr wollt. Dann ein Wimmelbild würde ich auch gerne mal spielen, irgendwie Grim Tales oder sowas. Wäre auch möglich. Oder wie gesagt, ein Shooter oder auch was ganz anderes. Wenn euch, schreibt einfach alles unten rein, was euch einfällt. Halt kein Horror-LP, da haben wir ja eine Extra-Kategorie dafür. Da wird es jetzt demnächst auch wieder losgehen mit Penumbra Black Plague. Wobei das wahrscheinlich schon online ist, wenn ihr die Folge hier seht. Ja, das wird schon online sein, richtig. Da werden die ersten 2, 3 Folgen wahrscheinlich schon da sein. Ja, das war's von mir. Das war's von Sniper Ghost Warrior 2 Siberian Strike. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann mal ein DLC raus, der ein bisschen Story beinhaltet. Ich würde mich freuen, weil es hat mir im Großen und Ganzen wirklich Spaß gemacht wieder. Weil ich habe schon lange kein Sniper-Spiel mehr gespielt und das hat es wirklich wieder richtig Fun gemacht, muss ich sagen. Kann ich auch nur jedem von euch empfehlen. Kauft euch den 2. Teil, kauft euch den 1. Teil. Der 1. Teil, finde ich, ist von der Story her und vor allem von der Länge her noch ein Tick besser als der 2. Lohnt sich wirklich. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, dass ihr mich immer unterstützt. Bleibt mir treu. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.